Was macht eigentlich der Rundfunkrat und wie wird man Mitglied? Der Rundfunkrat vertritt die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger gegenüber öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie dem MDR und ist deren wichtigstes Kontrollgremium. Der Rundfunkrat kann zwar nicht direkt ins Programm eingreifen, aber er überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Programmauftrages. Also zum Beispiel gibt es die vereinbarten Informations- und Unterhaltungsangebote, unterstützen diese die öffentliche Meinungsbildung und werden auch die Belange von Minderheiten berücksichtigt. Zusätzlich kann sich aber jede Bürgerin und jeder Bürger auch einzeln an den Rundfunkrat wenden, wenn er oder sie unzufrieden mit dem Programm ist. Darüber hinaus wählt und berät der Rundfunkrat die Intendantin oder den Intendanten. Außerdem wählt er den Verwaltungsrat, der wiederum die Geschäftsführung der Intendantin bzw. des Intendanten überwacht. Und er genehmigt den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss. Viel Einfluss also. Aber wie wird man denn nun Mitglied im Rundfunkrat? In den Rundfunkrat wird man nicht gewählt wie etwa in ein Parlament, sondern man wird entsandt. Und zwar von einer gesellschaftlich relevanten Gruppe. Denn der Rundfunkrat soll möglichst die ganze Bevölkerung abbilden. Um das zu gewährleisten, ist im MDR-Staatsvertrag festgelegt, welche Organisationen wie viele Mitglieder in den Rat entsenden dürfen. Von den 50 Mitgliedern des MDR-Rundfunkrates vertreten 14 sogenannte staatsnahe Institutionen die Politik. Weitere 14 vertreten Gewerkschaften oder Wirtschaftsverbände. 4 Mitglieder sind von den beiden großen Kirchen bzw. der jüdischen Gemeinde entsandt. Dazu kommen Vertreter für Familien, Frauen, Jugend und Senioren, Sozial- und Umweltverbände, Bildung, Kultur und Sport. Sowie wechselnd 8 weitere Vertreter gesellschaftlich bedeutsamer Gruppen. Die Mitglieder werden von den jeweiligen Institutionen für eine Amtszeit von 6 Jahren in den Rundfunkrat entsandt. Ob der so zusammengesetzte Rundfunkrat tatsächlich die Gesellschaft abbildet, wird zunehmend kritisch hinterfragt.